Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video. Wir sind wieder bei FIFA Rising Stars und wir tauschen direkt einen Spieler aus. Und zwar unseren aktuell auch leider verletzten Mann, Cordoba, bin ich dann mal zu ihm gekommen. Gute Dienste erleistet der Mann, aber wir tauschen jetzt aus. Wir haben noch 7 Upgrade-Punkte und wir hauen auch alle 7 auf den Kopf. Ja, wir hauen alle 7 auf den Kopf. Wir nehmen... Alles klar, das ist mal wieder FIFA Logic. Ich kann ihn nicht austauschen. Gut, dann packen wir Ibrahimovic da vorne rein und tauschen den aus. Ibrahimovic hat natürlich super Spiele gemacht für uns, aber Hernandez wird es jetzt hart reißen. So zumindest die Theorie. Ja, so zumindest die Theorie. Hernandez natürlich ein relativ nicer Player, oft gesehen in Bundesliga-Teams. Wir werden mal schauen, was er für uns tun kann, und wir hören uns gleich, wenn wir einen Gegner gefunden haben. So, endlich haben wir einen Gegner gefunden. Ich habe jetzt 2-mal das Game neu gestartet, 5-mal Ultimate Team neu gestartet, und jetzt endlich, nach fast 8 Minuten, haben wir einen Gegner gefunden. Es ist so toll, ich freue mich, es fällt eine riesen Last von mir, ja. Und wir spielen gegen einen, ja, Franzosen, ja, das ist ein Hybrid, ne, Mates? Das ist ein Hybrid, das ist nett gemacht. Eine Mischung aus Liga, aus der hier portugiesischen Liga, dann noch ein bisschen Liga Urban drin und ein bisschen Serie A. Also das ist gut gemacht. Gucken wir mal, ob er auch gut spielt. Da ist Hernandez. Schön gespielt, Hernandez 1-0, jawohl. Das ging ja auch ein bisschen schneller als erwartet hier. Easy. Patz. Javier Chicharito Hernandez 1-0, 6. Minute. Hallöchen. Was geht ab? Spielerdebüt. Und dann haut er direkt einen raus. Wie ist denn? Boots. Nice. Leck mich fett am Arsch. Dann ist aber Hernandez da vorne auf weiter Flur vollkommen alleine. So, jetzt schön nach außen gespielt. Schön Mali mitgenommen. Jetzt schön Stendera mitgenommen. Stendera, oh, ist der Typ brutal, 2-0. 28. Minute, Mali auf Stendera und der, da zack, oh, aber auch wieder die alle stehen lassen und dann schießt er das Ding aber auch rein, als wenn er den ganzen Tag nichts anderes machen würde, ja. 28. 2-0. Oh, schön, wieder Stendera. Stendera legt ihn schön auf Johansson, der legt ihn in die Mitte auf Stendera, oh, wie knapp. 45. Minute. Oh, das war so schön rausgespielt, Mates. Schade. Das war nämlich richtig nice. Zack und zack. Oh, Hernandez. Oh, der Typ. Jawohl, 3-0. Oh, so ein geiles Game hatten wir, glaube ich, richtig lange nicht mehr, Alter. Nice. 3-0. Ja, in Borten 3-0. Hernandez. Ah, guckt ihr das an. Zack, das ist One-Touch-Football. Das ist weiter, zieht, zack, zu und dann zieht er einfach ab. Der hat halt auch einfach die Klasse dazu. Herrlich. Ja, eine Station zu weit, leider. Hätte ich nicht ganz so doll sein dürfen. Oh, schade. Oh, habe ich aber noch. Schön gesehen, dass Stendera da noch läuft. Stendera! 4-0! Mark Stendera. Ja, so einfach ist das, ne? 64. Da knipst er wieder. Der Mark. Der hat ein super Positioning. Der läuft. Das ist der Wahnsinn. Und der hat dann natürlich auch noch einen guten Schuss, ne? Das ist der Typ. Also wenn jemand Silberteam macht, Stendera muss ja mal safe gesetzt sein. Ich spiele da den Ball nach vorne und dann müsste das Ding eigentlich durch sein. Jawohl, da ist es. 4-0. Wir haben den Gegner rasiert. Ihr werdet jetzt gleich in der Statistik sehen. Ich glaube, er hatte ein, maximal 2 Torschüsse. Gucken wir uns das Ganze mal an. Stendera natürlich mit 2 Toren. Man of the Match. Vorlagen von Johansson, Stendera und Mali. Also wir kriegen einmal die Punkte für den Sieg. Wir kriegen den Man of the Match und wir kriegen sicherlich auch die Tore. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viele wir haben. Aber wir kriegen sicherlich auch den Torpunkt. 4-0. Das gibt saftige Coins mit dem Münzenboost zusammen. Und ihr seht, 2 Torschüsse hatte der, wir hatten 12. Ja, also wir haben ihn zerstört. Richtig, richtig geiles Spiel. Ist auch immens wichtig. Wir schauen mal gerade in die Liga-Punkte rein. Immens wichtig, ja. Wir haben jetzt die Liga gehalten, ja. Wir können nicht mehr absteigen. Wir hatten ja am Anfang die 2, beziehungsweise 3 Spiele mit unserem Low-Team noch, wo wir gegen diese ganzen Gold-Teams keine Chance hatten. Deshalb sind wir hier, haben wir einen kleinen schweren Stand. Aber wir haben noch 3 Spiele und ich bin positiv, dass es mit dem Aufstieg klappt.
Also wir sehen uns gleich. So, nachdem wir am Anfang des Paares unsere 7 Punkte auf den Kopf gehauen haben, beträgt der Punktestand jetzt wieder 5. 3 für den Sieg, 1 für den Man of the Match und 1 für die 5 vollendeten Tore. Und wir schauen mal, was wir im zweiten Match reißen können. So, jetzt haben wir da auf einmal ganz schnell einen Gegner gefunden. Ich freue mich. Mal schauen, was der jetzt hier so drauf hat. Alles klar, Barclay Team featuring Serie A. Interessant. So ein bisschen der Connector da hinten ist Ogbonna dann. Interessant gelöst. Mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Ich hoffe, im ersten Teil war es nicht so übersteuert. Habe jetzt die Aufnahmelautstärke ein bisschen runtergedreht. Ich habe es in der Tonspur gesehen. War manchmal ein bisschen zu viel. Ich hoffe, es geht noch. Bitte verzeiht mir, falls ich ab und zu mal ein bisschen drüber bin. Stendera sieht, dass Hernandez da läuft. Und er macht das super gut. Hernandez. 1:0, 9. Minute. Aber wie gut hat er das gemacht? Guckt ihr das an. Da kommt erstmal dieser super Ball wieder von Stendera. Hernandez erst mit dem Kopf und dann spitzelt er ihn rüber. Ach, es macht aktuell so Fun, Mates. Es macht so Fun. 9. Minute. Oh mein Gott, Hernandez ist deiner, bitte. Ja. Ja, wie geil. Hernandez. 2:0. Alter Vater, was ist denn jetzt los? Was? Aber den Ball, ich würde es gerne nochmal in einer großen Wiederholung sehen, weil wie der da hingekommen ist, der Ball, das ist ja eigentlich schon absolut abnormal. Stendera, Johansson, Stendera, Marc Stendera und das 3:0. Wow, 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 Stendera ist ja ein richtiges Biest. Was geht jetzt denn ab? Ich weiß auch schon genau, wo ich den Part nennen werde. Marc und die kleine Erbse. Alter, was ist denn mit dem Typ nicht ganz richtig? 58. Oh, oh, oh. Jetzt ist das Problem, weil mein Innenverteidiger gelb hat, konnte ich nicht rangehen und dann geschieht das, was eigentlich geschehen hätte sollen. In der 60. trifft er mit Jerome. Aber Hernandez kriegt dann auch den zweiten und dritten Ball noch. Oh, Trochowski. Oh, schade. 75. Was ein Pfund. Also wieder die darauffolgende Ecke. Oh, Cipka. Die kommt diesmal besser. Schade. Oh. Zack, wieder meiner. Easy Game. So, jetzt muss ich bloß aufpassen. Hey. Oh, jetzt gibt er Elfmeter, das kann echt nicht wahr sein. Also wie die Gegner teilweise zu Elfmetern kommen, ist echt der absolute Wahnsinn. Ja, gut. Scheiße. Oh, so will ich echt aufpassen, dass das Ding nicht noch... Das wäre richtig unnötig, wenn wir das Ding hier noch fallen lassen. Wenn wir das Ding hier noch fallen lassen, das wäre hart unnötig. Okay, das war auch fast hart gefährlich. Komm, nach vorne und dann ist gut. Ja, nice. Oh. Also das war jetzt ein Arbeitssieg zum Schluss nochmal. 3:2 gewonnen, aber wie knapp zum Schluss nochmal. Wir haben echt uns ein bisschen ausgeruht nach diesen drei Toren. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich sehe es ja ein. Oha, 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 oha. So, gibt wieder. Oh, hier, wir haben auf jeden Fall Man of the Match wieder mit dabei. Hernandez, 2 Tore. Stendera, 1 Tor. Und die Vorlagen kamen von Trochowski und Johansson. Guck mal, Trochowski auch wieder 2 Vorlagen gemacht. Nice. Wieder, das schmeckt wieder richtig gut auf dem Coin-Konto hier. 6:8, ja, es wurde zum Schluss knapp. Es wurde zum Schluss nochmal knapp, wobei so richtig hart überlegen waren wir noch nie in diesem Game. Ja, also zur Halbzeit hatte ich 3:1 Torschüsse. Alles klar, wir gucken nochmal kurz auf die Punkte, 11 Punkte und ich habe es euch gesagt, wenn es so weitergeht, braucht noch einen Punkt für den Aufstieg und wir können tatsächlich noch den Titelgewinn schaffen. Wir brauchen noch 4 Punkte, haben 2 Spiele, also easy drin. Wir sehen uns gleich bei der Zusammenfassung. So, nach dem zweiten und letzten Spiel haben wir 10 Punkte auf dem Konto, 3 für den Sieg,
ein für den Man of the Match und ein für die 5 Tore insgesamt, sind somit wie gesagt bei 10 Punkten. Und im nächsten Part werden wir die ganzen wieder schön auf den Kopf hauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Can you hear me?